Sehr geehrte Damen und Herren der Ratsversammlung, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrter Herr Bürgermeister Henning Brüggemann, sehr geehrte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung, sehr geehrte Flensburgerinnen und Flensburger zu Hause und auch hier im Saal, liebe Vertreter der Presse und liebes Team vom offenen Kanal, hiermit begrüße ich Sie sehr herzlich zur 23. Sitzung der Ratsversammlung hier im Deutschen Haus. Die Einladung wurde am 25.11.2020 veröffentlicht. Der Hinweis auf die amtliche Bekanntmachung wurde in Flensburg Avis und im Flensburger Tageblatt veröffentlicht. Die Sitzung wird live vom offenen Kanal Flensburg und außerdem auf www.flensburg.de als Livestream übertragen. Die Schriftführung übernimmt dankenswerterweise wieder Cynthia Kinas. Und hiermit eröffne ich die 23. Sitzung der Ratsversammlung. Entschuldigt fehlen Julia Döring, Jana Freimark, Katrin Möller, Lukas Plewe, Clemens Schmidt, Gabriele Stappert, Lisa Vogel und Bülent Kremser. Damit sind wir 35 Anwesende und die Ratsversammlung ist somit beschlussfähig. Vor Eintritt in die Tagesordnung weise ich noch mal hin auf die mittlerweile üblichen Hygienemaßnahmen. Die liegen auch teilweise noch mal aus auf den Tischen, sowie auf die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung beim Fortbewegen in den gesamten Räumlichkeiten des Deutschen Hauses. Zudem bitte ich alle Anwesenden, ihre privat genutzten mobilen Endgeräte, Handys, Tablets, Notebooks und so weiter stumm zu schalten. Und auch dieses Mal beginnen wir wieder mit einer Verabschiedung und einer Verpflichtung. Und ich möchte Frau Katharina Meerwald bitten, da unten mal zu mir zu kommen. Entwickeln sich Lebenssituationen so, dass es schwierig wird, alles so in befriedigendem Zustand unter einen Hut zu bringen. Das ist jetzt leider bei Ihnen der Fall mit Familie, Beruf und Politik. Und Sie haben mir geschrieben, dass es Ihnen schwerfällt, dann noch Ihr Ratsmandat so gewissenhaft auszufüllen, wie Sie es auch von sich selber erwarten und es für erforderlich halten. Das ist in gleichem Maße bedauerlich, wie aber auch ehrenhaft. Und es zeigt immer wieder, dass so dieses Ehrenamt, Kommunalpolitiker zu sein hier in der Stadt Flensburg, nicht erst irgendwas ist, was man so auf einer Backe irgendwie nebenbei macht, sondern dass es sehr fordernd ist, von der Zeit her auch und auch von den anderen Anforderungen her. Und deshalb wollte ich auch die Gelegenheit nochmal nutzen, meine Hochachtung an Sie, an euch alle nochmal hier kundzutun. Für das, was wir jetzt 2,5 Jahre leisten hier für die Stadt Flensburg. Das ist eine Menge Holz. Herzlichen Dank dafür an dieser Stelle. Ja, bleibt mir Ihnen recht herzlich zu danken für Ihr Engagement, insbesondere Ihren Einsatz für Umweltthemen im Super. Sie haben den Stranddialog sehr aktiv begleitet und sich auch für die Stadtgemeinschaft im BSO sehr nachhaltig eingesetzt. Sie haben damit auch Ihre Spuren hinterlassen, auch wenn es nur 2,5 Jahre waren. Sie hatten viele konstruktive Vorschläge und es war mit Ihnen immer sehr angenehm, zusammenzuarbeiten. Es war eine sehr harmonische Zusammenarbeit. Und ich freue mich sehr, dass Sie sich auch weiterhin unserer gemeinsamen Aufgabe, unsere Stadt zu gestalten, verpflichtet fühlen und für die Fraktion Bündnis 90 Grüne weiterhin als bürgerschaftliches Mitglied im BSU mitwirken werden. Recht herzlichen Dank von uns allen. Alles, alles Gute für Sie, für Ihre Familie und bleiben Sie gesund.
Und ein bisschen was gebe ich Ihnen wieder mit auf den Weg, um Sie sich selber zu bedienen. Ich glaube, das ist bei Herrn Helms. Das ist so, das so eine gewisse, also die Krawatte dürfen Sie gerne liegen lassen. Ja, ich glaube, da haben wir einen wunderschönen Geh mal ans Mikro, damit auch alle anderen mich hören oder uns hören können. Das war nämlich gerade etwas schwer zu verstehen. Liebe Katharina, als Fraktionsvorsitzende möchten wir dich ganz herzlich und bei dir bedanken und mit schwerem Herzen dich aus deinem Mandat entlassen. Aber du bleibst für uns als bürgerschaftliches Mitglied treu. Darüber freuen wir uns sehr. Und ja, vielleicht kommen irgendwann mal andere Zeiten, wenn du ein bisschen mehr Zeit hast. Wir sind auf jeden Fall froh, dass du bei uns bist. Danke. Herzlichen Dank nochmal. Ja, und wie ich jedes Mal so schön sage, wo jemand geht, kommt auch wieder jemand. In diesem Fall, das ist Andreas Zech und den bitte ich wieder mal zu mir nach vorne zu kommen. Herr Zech. Ich verpflichte Sie gemäß § 33 Absatz 5 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein auf die gewissenhafte Erfüllung Ihrer Obliegenheiten und führe Sie in Ihre Tätigkeit ein und begrüße Sie sehr herzlich in unserem Kreise. Alles Gute, auf gute Zusammenarbeit. Ja, herzlichen Dank. So, als äußeres Zeichen, dass wir auch mal entsprechend wahrzunehmen sind, ist da noch eine Krawatte für Sie, bitte ich Sie gleich noch. Zumindest mitzunehmen. Also ich empfinde es eine sehr große Ehre, hier in diesem Kreis tätig werden zu dürfen. Und ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit allen und auf eine Gestaltung der zukünftigen Aufgaben. Vielen Dank. Super, herzlichen Dank. Ja. Ich freue mich. Wenn Sie dann selber zugreifen würden. Lieber Andreas, bleib noch kurz stehen. Wir freuen uns, dass du mit uns jetzt mit im Team bist und wünschen uns allen eine gute Zusammenarbeit. Okay. Auf die nächsten Jahre. Ja, vielen Dank. Und auch nochmal vielen Dank an meine Partei, die mich dann auch auf der Liste auf die Position gehoben hat. Und ich freue mich wirklich auf die Zusammenarbeit mit euch allen. Danke. Ja, wir kommen jetzt zu Änderungen der Tagesordnung und hierzu hat es im Vorfeld schon eine ganze Reihe von Anregungen, Vorschlägen und so weiter gegeben, die wir versucht haben, jetzt bei den Änderungen, wie ich sie jetzt vorstellen werde, zu berücksichtigen. Ja, beginnen wir. Als neuer Top 4.1 wird die Vorlage RV 156/2020 als Antrag der Ratsfraktion Flensburg-Wählen in die Tagesordnung aufgenommen. Als neuer Tagesordnungspunkt 10.2 wird die Vorlage RV 154/2020 Antrag der SSW-Ratsfraktion in die Tagesordnung aufgenommen. Als neuer Tagesordnungspunkt 10.3 wird die Vorlage RV 155/2020 Antrag der Ratsfraktion Bündnis 90 Die Grünen in die Tagesordnung aufgenommen. Dann kommen wir zur Zuständigkeitsordnung. Dort wird als neuer Top 11.1 die Vorlage RV 152/2020 erste Ergänzung in die Tagesordnung aufgenommen. Diese Ergänzungsvorlage ersetzt die Ursprungsvorlage. Und als neuer Tagesordnungspunkt 11.2 wird die Vorlage RV 152/2020 zweite Ergänzung als Antrag der CDU-Ratsfraktion in die Tagesordnung aufgenommen.
die Vorlage RV 153/2020, Änderung der Geschäftsordnung unter Top 15, wird von der Tagesordnung zurückgezogen. Die nachfolgenden Tagesordnungspunkte verschieben sich entsprechend. Kinderfreundliches Flensburg als jetzt neuer Top 22.1 wird die Vorlage RV 115/2020 erste Ergänzung als Antrag der CDU-Fraktion in die Tagesordnung aufgenommen. Zur Kita-Förderung. Die Vorlagen FA 94 und 99/2020 sowie die RV 132 und 133/2020 unter ehemals Top 20.2 bis 20.4 sowie 24.1 werden um jeweils erste Ergänzungsvorlage erweitert, die die Ursprungsvorlagen ersetzen. Inhaltlich wird durch die Ergänzungen eine Beschlussfassung der entsprechenden Vorlagen im Rat vorbehaltlich einer nachlaufenden Beschlussfassung im Jugendhilfeausschuss ermöglicht. Es würde sich dann also um entsprechende Vorbehaltsbeschlussfassungen handeln. Die Vorlage RV 153/2020 Plan zur Frauenförderung unter Top 25 wird von der Tagesordnung zurückgezogen. Sofern niemand widerspricht, werden auch die Unterpunkte RV 137/2020 sowie die erste Ergänzung für eine spätere Beratung zurückgestellt. Die nachfolgenden Tagesordnungspunkte verschieben sich entsprechend. Zudem gibt es den Vorschlag oder die Anregung, die Vorlagen RV 108/2020 zweite Ergänzung sowie RV 108/2020 dritte Ergänzung unter Top 12 aufgrund der Fachlichkeit zuständigkeitshalber in den Gleichstellungsausschuss zu verweisen. Noch folgende Erläuterung zur Ergänzungsvorlage zur Zuständigkeitsordnung. Ferner hat die CDU-Fraktion darum gebeten, einige Beschlüsse in den Hauptausschuss zu verlagern. Hierfür wurde unter Top 11.1 eine Beschlussvorlage vorbereitet, nach welcher die Beschlusskompetenzen für die Vorlagen FA 101/2020 und FA 104/2020 zur Weiterentwicklung der Obdachlosenarbeit sowie für die FA 102/2020 zur Weiterführung des Projekts psychosoziale Beratung auf den Hauptausschuss delegiert werden. Auf der Tagesordnung des Hauptausschusses am 8.12. sind die entsprechenden Vorlagen bereits verankert. Ob eine Delegierung erfolgt, wird also per Beschluss unter dem entsprechenden Tagesordnungspunkt 11.1 und 11.2 entschieden. Für die Genehmigung der Tagesordnung bleiben die genannten Vorlagen zunächst unverändert bestehen. Und noch ein abschließender Hinweis: Eine Delegierung der Vorlage RV 126/2020 zur Entgeltordnung der Volkshochschule ist nicht möglich, da ein entsprechender Tagesordnungspunkt nicht für die Hauptausschusssitzung am 8.12. angemeldet ist. Gibt es zu diesen vorgetragenen Änderungen und der vorliegenden Tagesordnung Wortmeldungen, Hinweise? Ich habe so ziemlich gleichzeitig. Gut. Ratsherr Rüstemeier, CDU, bitte. Herr Stadtpräsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, für die CDU-Fraktion beantrage ich an dieser Stelle weiterhin die Vertagung einzelner Vorlagen. Das haben wir zuvor auch schriftlich angemeldet, nämlich der RV bzw. die Überweisung in unterschiedliche vorbereitende Fachgremien. Dazu gehören die RV 133/2020, Änderung der Richtlinie über die Förderung von Kitas, RV 132, ebenfalls Änderung der Richtlinie, allerdings über die Erhebung von Elternbeiträgen,
Der FA 94-2020 und der FA 99-2020. Das eine ist Betriebskostenförderung Flensburger Kitas und das andere städtischer Anteil Investitionskostenzuschuss. Wir halten es für notwendig, dass in den Fachausschüssen beraten wird. Bei einzelnen Vorlagen ist ja jetzt die Befassung durch den Jugendhilfeausschuss bereits vorgesehen, und zwar deswegen, weil es eine gesetzliche Notwendigkeit dafür gibt. Ich halte es namens meiner Fraktion aber auch für geboten, dass auch unsere Fachleute, die nicht der Ratsversammlung angehören, im Finanzausschuss und im Jugendhilfeausschuss beziehungsweise gegebenenfalls auch in weiteren Ausschüssen über die Vorlagen beraten können. Es ist dem einen oder anderen nicht entgangen, dass wir als CDU-Fraktion extrem erbost sind darüber, dass eine Reihe von Vorlagen verspätet eingereicht worden ist oder freigeschaltet worden ist, sodass wir uns nicht sinnvoll mit diesen Vorlagen auseinandersetzen konnten. Wir haben in der zweiten Ergänzung, ich habe die erste Ergänzung noch nicht gesehen, zu dem Zeitpunkt, zur zweiten Ergänzung der RV 152, wo es um die Zuständigkeitsordnung geht, einmal aufgelistet, welche Vorlagen erst am Montag um 11 Uhr freigeschaltet worden sind. Vielleicht muss ich das dem einen oder anderen anwesenden Gast oder den Zuschauern draußen einmal erläutern, wie das eigentlich läuft. Wir sind hier 43 Ratsmitglieder, die ehrenamtlich diese Tätigkeit übernehmen. Das heißt, eine Vielzahl von uns ist beruflich tätig, ist also am Montag um 11 Uhr, als dann Vorlagen eingetrudelt sind, nicht unbedingt am privaten Rechner, um diese Vorlagen zu studieren, um dann abends, wenn man von der Arbeit direkt in die Fraktionssitzung kommt um 18 Uhr, bereit zu sein, mit den Fraktionsmitgliedern inhaltlich über diese Vorlagen zu diskutieren. Und das ist unser Anspruch an Vorlagen, insbesondere wenn sie von der Verwaltung kommen. Ich weiß, die Gemeindeordnung sieht vor, dass auch die Verwaltung nur den Tagesordnungspunkt anmelden muss, damit dann über diesen Tagesordnungspunkt auch gesprochen werden darf, egal ob ihre Vorlage dann schon vorliegt oder nicht. Und ich glaube, es muss sich um ein großes Versehen der Verwaltung gehandelt haben. Ansonsten möchte ich mir gar nicht ausmalen, was es bedeutet, wie hier mit uns umgegangen wird. Es wäre ein leichtes gewesen, am Freitagnachmittag statt am Montagvormittag diese Vorlagen uns zur Verfügung zu stellen, damit wir uns am Wochenende damit auseinandersetzen können. Es gilt übrigens auch für weitere Vorlagen. Die RV 126 ist eben genannt worden. Die FA 101, 102 und 104, dazu hoffe ich, dass wir zu diesem klugen Beschluss kommen werden, dass dann im Hauptausschuss darüber beraten werden kann und entschieden werden kann. Dann ist wenigstens dieser Teil geheilt. Aber auch für die anderen Vorlagen, die einfach zu spät freigeschaltet worden sind, ist es jetzt zu spät gewesen. Und ich bin nicht mehr bereit, das zu akzeptieren, weil es nicht das erste Mal so ist. Und es ist schade, dass uns dann im internen E-Mail-Verkehr als Kommunalpolitik auch noch vorgeworfen wird, wenn wir das jetzt nicht entscheiden, dann sind aber diejenigen, die davon betroffen sind, ganz böse mit uns. Nein, das akzeptiere ich überhaupt nicht. Null. Wir sind nicht diejenigen, die diese Verzögerung zu verantworten haben. Und deswegen bitte ich um die Vertagung. Wir werden sicherlich nicht die Mehrheit dafür finden, da bin ich fast von überzeugt. Ich möchte hier auch keine lange Tagesordnungsdebatte führen, aber diesen Punkt, den möchte ich einmal so gesagt haben, und ich hoffe, dass wir jetzt zu einer klugen Abstimmung kommen und auch zu einer Diskussion inhaltlicher Natur. Wir haben uns natürlich auch auf die Inhalte vorbereitet, aber wir konnten uns mitnichten, und das ist eben der Wert der Fraktionssitzung und der Vorbereitung. Wir konnten uns nicht mit der Fraktionsgemeinschaft abstimmen, mit den Fachleuten aus den Ausschüssen konnten wir uns nicht abstimmen darüber, ist es gut, ist es nicht gut, haben wir noch Verbesserungsvorschläge, wie sehen die anderen Ebenen das, haben wir hier noch Förderungsmöglichkeiten. Das gehört zur Arbeit der Kommunalpolitik dazu, und wenn wir es ehrenamtlich machen, dann muss uns dafür die Zeit eingeräumt werden, und das ist meine Forderung für die Zukunft an die Verwaltung. Vielen Dank.
Dazu, Moment bitte, noch eine direkte sachliche Nachfrage. Das betrifft die RV 126/2020. Da hatte ich eben darauf hingewiesen, dass Sie nicht über den Zuständigkeitsordnungsänderungsantrag in den Hauptausschuss verwiesen werden kann. Soll die dann noch mit dazu genommen werden? Oder? Also mein Antrag war für die RV 126/2020 eine Vertagung auf die nächste Sitzung im Januar 2021. Okay. Dankeschön. Dann habe ich jetzt Wortmeldungen in dieser Reihenfolge von den Ratsherren Thomsen und Klebe und Bürgermeister Brüggemann. Sehr geehrter Herr Stadtpräsident, liebe Kolleginnen, ich möchte dazu gar nichts sagen. Ich habe einen anderen Punkt zur Tagesordnung. Wie kommen wir durch diese gigantische Tagesordnung durch? Ich möchte den Antrag stellen, dass wir für die heutige Sitzung eine Redezeitbegrenzung von 5 Minuten einführen. Ich denke, in 5 Minuten kann jeder zu allem alles Wichtige gesagt haben. Möchte bitten, dass wir darüber abstimmen, verbunden mit der Empfehlung, dass möglichst, wenn es sich einrichten lässt, nur einer pro Fraktion sich äußert, dass wir das schaffen, wie umfangreich auch immer jetzt nach dem Antrag von Herrn Rüstemeier die Tagesordnung wird. Dankeschön. Okay. Dankeschön. Dann Ratsherr Justus Klebe, bitte. Herr Stadtpräsident, meine Damen und Herren, ich möchte dem Antrag der CDU eindeutig widersprechen. Zunächst vielleicht einmal, ich weiß gar nicht, ob das gesagt wurde, dass Simone Lange heute krankheitsbedingt nicht mit dabei sein kann. Sonst denke ich, hätte sie dazu auch noch mal Stellung genommen, denn es sind ja einige Vorwürfe in den Raum gestellt worden, die ich so nicht ganz stehen lassen kann. Mir geht es um 2 Punkte. In diesen Zeiten, glaube ich, erwarten die Leute von uns, dass Politik gemacht wird und dass wir uns nicht hier am Anfang mit Debatten darüber beschäftigen, wann sozusagen wie formell was eingereicht wurde. Ich glaube, niemand in diesem Raum bestreitet, dass Verwaltung und Politik in den letzten Monaten viel gearbeitet haben und dass vor allen Dingen in der Herausforderung von Corona Verwaltung viel gearbeitet hat. Und wir als Politik haben uns verantwortungsbewusst dazu entschieden, einige Ausschusssitzungen und auch die Ratsversammlung in der Vergangenheit ausfallen zu lassen, dass wir eben Vorbereitungen tätigen können, damit wir hier in solchen Räumlichkeiten tagen können und damit das seinen geordneten Weg gehen kann. Und zwar bewusst, dass dann zu einem gewissen Zeitpunkt mehr auf uns als Politik zukommen wird, das zu entscheiden ist. Und von daher finde ich schon bemerkenswert, dass vor allen Dingen genau die Anträge zum Thema Kita-Reform, die dadurch ausgelöst wurden, dass Ihre Landesregierung vom 1. Januar an neue Regelungen auch hier in Flensburg verlangt, dass diese Anträge hier heute nicht behandelt werden sollen. Und das kann ich nicht nachvollziehen. Ich kann nicht nachvollziehen, dass genau das, was uns sozusagen als Kommune auferlegt wurde, hier jetzt zurückgestellt werden soll und eine völlig unklare rechtliche Lage im Januar damit vorhanden ist, sondern es muss zur Entscheidung kommen. Wenn wir es heute nicht hinbekommen, haben wir den 10. als Puffer. Gerne. Der Jugendhilfeausschuss wird beteiligt. Deswegen stimmen wir so ab, dass der Jugendhilfeausschuss noch zustimmen muss. Es haben auch Bildungsausschuss und Sportausschuss und so weiter angekündigt, sich damit noch zu beschäftigen. Und damit sind genügend Möglichkeiten vorhanden, diese Themen abzuhandeln und diese Themen gemeinsam zu beraten. Aber lasst uns in diesen Zeiten nicht mit Formaldebatten aufhalten, sondern zeigen, dass wir als Politik entscheiden können. Und wir müssen in diesen Zeiten entscheiden. Und von daher lehne ich diese Verkürzung der Tagesordnung ab und spreche mich dafür aus, genauso wie es vorgeschlagen ist, zu verfahren. Dankeschön. Ja, vielen Dank. Bürgermeister Brüggemann, bitte. Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Stadtpräsident, zum Antrag 4 Vorlagen in das nächste Jahr zu verschieben. Ich will kurz darauf eingehen,
was auch schon Justus Kleve sagte, dass durchaus die Entwicklung der letzten Monate dazu geführt hat, dass so einiges an Vorlagen, an auch Aufgaben der Selbstverwaltung nicht so erfolgen konnte, wie es durchaus wünschenswert war. Und vor dem Hintergrund gab es oder gibt es auch nicht oder keine Vorberatungen in den Fachausschüssen. Das wurde breit diskutiert, auch im Ältestenrat, wo wir zu dem Ergebnis kommen, ja, wir wollen erstmal verzichten auf Gremienarbeit, auf Ausschüsse im November. Aber auch ganz klar die Aussage, dass wir eine Sondersitzung der Ratsversammlung am 3.12. machen wollen. Das heißt, dass wir die Sitzung vom 10.12. vorziehen auf den 3.12. Das wurde dann nochmal geschärft, dass für die heutige Ratsversammlung eingeladen wurde mit zwei Terminen. Heute der Termin und dann der Termin am 10. Dezember. So letztendlich die Diskussion und auch die Festlegung im Ältestenrat, wohl wissentlich, dass man sagt, wir brauchen zwei Termine, falls sich zeigt, dass wir heute noch nicht entscheidungsfähig sind zu einzelnen Vorlagen, dass wir diese Vorlagen dann eine Woche später diskutieren können. Wir brauchen als Selbstverwaltung, damit meine ich sowohl Politik als auch Verwaltung, wir brauchen Entscheidungen. Wir müssen handlungsfähig sein. Und gerade bei den vier aufgerufenen Vorlagen, der RV 130, RV 132, brauchen wir in diesem Jahr Entscheidungen, weil die Regelungen zum 01.01.2021 gelten sollten, dass wir im Vorgriff letztendlich dort die Entscheidung brauchen. Beim Thema RV 126, Entgeltordnung VHS, die soll auch zum 01.01.2021 in Kraft treten, sodass wir auch dieses Jahr noch die Entscheidung brauchen. In Bezug auf die RV 99, Investitionsförderung im Kita-Bereich, hier wollen wir die Entscheidung, um eine Planungssicherheit auch zu bekommen für freie Träger, für die Institutionen, die die Investition tätigen wollen. Und die sagen, es ist wichtig, dass wir auch in diesem Jahr schon diese Planungssicherheit geben, weil jetzt die Diskussionen um Investitionen im nächsten Jahr anstehen. Beim Thema RV 94, Thema Kita, der Kompromiss mit den freien Trägern in Bezug auf anstehende Förderungen, da haben wir durchaus ein etwas längerfristiges Verfahren hinter uns, wo wir im Dezember abschließend in einem Mediationsverfahren zu einer Einigkeit gekommen sind und wo es durchaus Abstimmungen auch mit den Trägern gab, dass wir dann zeitnah die Ergebnisse, die im Rahmen dieses Mediationsverfahrens erarbeitet wurden, dann auch in den politischen Rahmen reinspeisen. Leider haben wir da auch nicht die Fachausschüsse erreichen können, Corona-bedingt, sodass wir vor dem Hintergrund der Abstimmung mit den freien Trägern auch durchaus in diesem Jahr eine Entscheidung möchten. Soweit, wir haben heute die Diskussion am 3.12. Es gäbe, und so hat es explizit auch der Ältestenrat diskutiert, die Möglichkeit, falls es eine zu geringe Vorbereitungszeit zu einzelnen Vorgaben gibt, diese dann am 10.12. zu diskutieren und zu bescheiden. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Auch an dieser Stelle, verzeihen Sie mir bitte das Versäumnis, möchte ich Simone Lange alles Gute wünschen. Sie ist aus gesundheitlichen Gründen verhindert, heute hier dran teilzunehmen. Das gilt schon für die gesamte Woche und hoffen wir, dass sie bald wieder gesund und munter auf ihren Füßen ist. Ich habe jetzt noch Wortmeldungen, einmal vom Ratsherr Ambrosius. Da weiß ich, dass es zu einem anderen Thema ist. Deshalb würde ich das vielleicht nach hinten stellen, sofern die anderen, Ratsherr Hartmann, Ratsfrau Großfeld und Ratsfrau Susanne Schäfer-Queeck zu dieser Thematik jetzt sprechen wollen. Wenn das so der Fall ist, dann wäre als erster Ratsherr Hartmann an der Reihe.
Ich bitte Sie jetzt aber alle, sich auch an dieser Stelle schon unabhängig von dem anderen Antrag relativ kurz zu fassen, sonst verbringen wir den heutigen Tag damit, allein uns über die Tagesordnung zu arrangieren. Ja, werde ich gerne machen. Kurz mal abgesehen davon, dass wir heute Themen behandeln, die schon länger bekannt sind, frage ich mich, wozu wir letzte Woche eine Sondersitzung des Finanzausschusses einberufen haben, in der wir genug Zeit gehabt hätten, einige dieser Themen hier heute zu behandeln. Das gefällt mir gar nicht und deshalb kann ich die Argumentation bei allem Verständnis, lieber Herr Bürgermeister Brüggemann, so nicht ganz nachvollziehen. Dankeschön. Ratsfrau Angela Großfeld, bitte. Sehr geehrte Ratsherrinnen, sehr geehrte Ratsherren, dieses Thema scheint für mich sehr wichtig zu sein. Es ist nach anderthalb Jahren das erste Mal, dass ich vor euch allen rede. Ich freue mich schon auf den Cent. Herr Brüggemann, Herr Klebe, Sie haben nicht verstanden, worum es der CDU hier geht. Das kann ich nachvollziehen, denn bis auf Frau Eichmeier bin ich auch die einzige Volljuristin hier im Haus. Und es geht gar nicht um die Thematik und es geht auch gar nicht darum, ob wir Vorbereitungszeit gehabt hätten. Es geht darum, dass wir Ratsherrinnen und Ratsherren uns selber anscheinend nicht achten als zweite Säule und Basis unserer Demokratie. Denn was hier passiert ist, dass wir der dritten Säule, der Exekutive, das Recht geben, mit uns zu machen, was sie will. Ja doch, leider ist das so. Und ganz ehrlich, es geht hier nicht persönlich um irgendwen. Ich achte jeden hier und ich weiß, dass jeder von Ihnen, wie wir anderen auch, echt am Rand der Belastung sind. Das sind wir nämlich viele. Und ich bin auch bereit, 1000 Seiten zu lesen innerhalb kürzester Zeit und hoffentlich auch was zu verstehen. Und angeblich bin ich ja dafür befähigt, weil ich akademisch dafür ausgebildet worden bin. Darum geht es aber gar nicht. Es geht auch nicht darum, dass wir weniger arbeiten wollen. Ja, wir haben gesagt, dass wir außerhalb von Corona-Zeiten uns eher nicht treffen wollen. Aber die Freischaltung hätte eher sein müssen. Und das ist unabhängig davon, ob die Verwaltung bis zum Anschlag gearbeitet hat. Sie hätte einfach wirklich so sein müssen, dass wir wenigstens am Wochenende uns wirklich damit befassen können. Und das liegt daran, warum ist das passiert? Weil wir uns doch selber gar nicht achten. Wir haben nicht nur irgendein Ehrenamt, wir haben die Basis der Demokratie, einer der wertvollsten Staatsformen, die die Menschen seit Jahrtausenden entwickelt haben. Die ist nicht perfekt, die direkte Demokratie in der Schweiz ist es auch nicht. Ich war mal dabei, man friert sich die Füße ab. Die Leute heutzutage hier in Deutschland kommen ja nicht mal 20 Minuten zur Wahl. Aber bitte, es geht hier darum, dass wir unsere Rechte auch stärken müssen und auch für uns selber. Ich möchte ordentlich arbeiten können. Ich möchte, weil das wirklich meine Herzensangelegenheit ist, tiefer in Themen einarbeiten können. Das kann ich nicht am Montag. Ja, viele von euch wissen, dass ich leider nicht mehr berufstätig bin. Das habe ich nicht freiwillig entschieden. Aber ich muss auch eine Familie steppen. An dem Tag hatte ich 2 kranke Kinder zu Hause. Kein Thema, darum geht es auch nicht. Aber bitte, denkt doch bitte alle daran, dass auch wir Ehrenamtler sind und das zusätzlich machen und wir am Freitag. Ganz ehrlich, wir machen das auch am Wochenende. Und wir machen auch viel. Und ich bin bereit, weil in Corona-Zeiten am Anfang nicht viel lief, wirklich mehr zu machen. Aber bitte achtet es auch, ich rede an die Verwaltung, ich rede auch an euch, dass wir es ordentlich machen können. Das sind wir auch diesem Amt schuldig. Das hier ist keine Freizeitbeschäftigung. Das hier ist nicht beim Tennisverein mal ein bisschen ein paar Kindern zu helfen, Bälle aufzusammeln. Das hier ist die Basis unserer Demokratie. Und wir haben hier schon ein Amt, das viele Leute mit der Kneifzange nicht anpacken wollen. Der Berufspolitiker ist der unbeliebteste Job, den man haben kann. Ich habe den zweitunbeliebtesten, Anwältin. Damit kann ich leben, damit verdiene ich Geld. Aber was wir hier machen, das ist wirklich ein Ehrenamt. Wir, die wir hier sitzen, kriegen ein bisschen Geld. Aber was die bürgerschaftlichen Mitglieder oft mit Herzblut machen, wir haben nur noch wenige. Das ist doch bei allen Parteien so. Immer weniger Leute machen immer mehr. Bitte, fangt doch an, dass wir uns... Also ich achte übrigens jeden. Ich bin immer erstaunt. Ich hätte gedacht, mit manchen Parteien könnte ich gar nicht reden. Ich finde es unglaublich, was wir für tolle Menschen hier um uns herum haben. Und ich finde es auch super, dass wir nicht alle der gleichen Meinung sind. Das wäre ja nicht Demokratie. Funktioniert ja auch in der Familie nicht.
Aber bitte achtet drauf. Und ich will ja auch bestimmte Themen gerne durchkriegen. Ich weiß, wie wichtig die sind. Aber wenn wir nicht Respekt einfordern für uns selber und für dieses Amt, wirklich für dieses Amt, mir egal, ob es für Angela Großfeld ist, so wichtig nehme ich mich nicht. Aber bitte fangt an und fangt nicht an, über Dinge zu reden, die damit nichts zu tun hatten. Arne Rüstemeyer hat vorhin ganz klar gesagt, es geht darum, dass es zu spät freigeschaltet wurde. Und es geht nicht um denjenigen, der am letzten Punkt das freischaltet, sondern diese Dinge in einem freien Wirtschaftsunternehmen müsste der Geschäftsführer den Hut nehmen bei so einer schlechten Planung. Und das ist, will ich hier gar nicht machen. Ich weiß, wie Sie alle am Anschlag stehen. Wirklich, ich achte Sie alle. Und ich achte uns aber auch. Und wenn wir heute dazu kommen, wie es dazu kommen wird, weil alte Herren hier schon geschrieben haben, das haben wir schon immer gesagt, was schaffen wir? Wir haben 1000 Seiten so schnell geschafft. Wunderbar, super. Aber bitte dann das nächste Mal. Bitte, das darf nicht mehr. Seitdem ich seit 3 Jahren hier dabei bin, war das eher die Regel als die Ausnahme, dass uns zu spät Dinge freigeschaltet wurden. Unsere Gemeindeordnung in Schleswig-Holstein ist leider so, dass es sogar möglich ist hier. In Baden-Württemberg darf die Verwaltung nichts mehr einreichen, eine Woche vor der Ratsversammlung. Es gibt uns die Gemeindeordnung ist nicht. Ist meine Befähigung, ich kann nämlich da herumgucken. Und ich will auch nicht sonst mehr sagen. Ich möchte einfach, dass ihr euch das mal zu Herzen nehmt. Danke. Und jetzt kriege ich meinen Cent. Wo kriege ich den? Genau. Von Susanne Schäfer-Quick und die kann gleich den Platz übernehmen. Dann. Herr Stadtpräsident, meine Damen und Herren, ich habe das bereits im Ältestenrat gesagt und ich habe das auch im Mailverkehr mit den Fraktionsvorsitzenden und dem Stadtpräsidenten gesagt. Die Ratsvorlagen für die Kita-Angelegenheiten gehören für mich nicht heute beschlossen. Ich kann der CDU folgen. Ich sage mal, die erste Ergänzung zu diesen Vorlagen kam vor 2 Tagen. Damit kann man sich nicht seriös beschäftigen. Ich habe aber auch gesagt, dadurch, dass wir schon die Einladung für den 10.12. gemacht haben, gehören die für mich dann in den 10.12. Dann können wir uns noch am Montag in der Fraktionssitzung vernünftig damit auseinandersetzen. Und das Gleiche gilt für uns für die Vorlagen des Finanzausschusses, die am Montag auf der Tagesordnung im Sozial- und Gesundheitsausschuss stehen. Die können meines Wissens am Dienstag dann im Hauptausschuss behandelt werden, also können auch hier von der Tagesordnung. Und dann kann ich mir einen Satz nicht verkneifen. Ich freue mich, dass jetzt ein paar mehr aufgewacht sind, denen das so geht, dass sie die Vorlagen nicht mehr von heute auf morgen akzeptieren. Das ist das, was ich schon seit Jahren sage. Und vielleicht schreibt sich das dann auch mal nicht nur die Verwaltung, sondern auch die Politik hinter die Ohren. Dankeschön. Dann hatte ich noch Ratsherr Tjaak Jessen, bitte. Liebe Kollegen, Herr Bildpräsident, Herr Kort sagt das schon richtig, wir haben gleich Pause. Und ich finde es wirklich, alle reden von Zeit und Respekt vor dem Ehrenamt. Es wird sogar über die Sitzungszeit nochmal diskutiert am Anfang und eigentlich ein guter Vorschlag kommt rein mit 5 Minuten. Er wird eigentlich komplett überhört, was ich eigentlich schade finde. Und dann meldet sich die CDU 3-mal und sagt 3-mal genau das Gleiche. Und das finde ich einfach, ich finde es einfach schade und einfach respektlos auch da gegenüber, dass wir hier noch so lange sitzen müssen und darüber am Anfang diskutieren, es wird einfach darüber hinweggehört. Und die CDU tut auch so, als wenn sie noch nie einen Antrag zu spät eingebracht hat. Also das ist auch schon so oft passiert. Deswegen sollten wir die Leine nicht so hoch hängen und lasst uns wirklich abstimmen, damit wir aufhören können, hier Symbolpolitik zu machen und einfach mal anfangen können zu arbeiten. Dann Ratsherr Pelle Hansen als Nächster. Bündnis 90 Grüne. Ja,
Sehr geehrte Damen und Herren, in aller Kürze, die vorgeschlagene Tagesordnung sieht es so vor, dass wir heute den rechtlichen Rahmen abstecken können und die Vorlagen trotzdem am nächsten Montag noch in den Fraktionen ausgiebig diskutiert werden können und im Fachausschuss auch beraten können. Es sind nur Vorbehaltsbeschlüsse für einige Tagesordnungspunkte empfohlen, die damit aber die Rechtssicherheit bekommen könnten, auch noch dieses Jahr in Kraft zu treten, weil die neuen Verordnungen dann ab 1.1. Gültigkeit bekommen könnten. Deswegen möchte ich sehr empfehlen, dass wir die vorgeschlagene Tagesordnung beschließen, damit wir sowohl dem Bedürfnis der Beratung in den Fraktionen als auch dem rechtlichen Rahmen Genüge leisten können und heute zügig sozusagen Kommunalpolitik wieder ins Arbeiten geraten kann. Vielen Dank. Ja, Dankeschön. Und nun Ratsherr Ambrosius zu einem anderen Thema, soweit ich weiß, für die WIF. Sehr geehrter Herr Stadtpräsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben einen anderen Punkt, und zwar beantragen wir eine Nichtbehandlung des Tagesordnungspunkts RV 134 aus 2020. Das ist die förmliche Festlegung des Sanierungsgebiets Hafen Ost, weil wir nach dem Lesen des Urteils befürchten, dass wir nach dem Urteil der Hauptverhandlung sowieso eine neue Satzung machen müssten, und deswegen beantragen wir daher eine Zurückweisung in die Ausschüsse. Dankeschön. Ist dazu Gegenrede erwünscht? Ja. Ratsherr Pelle Hansen, bitte, Bündnis 90 Grüne. Ja, meine Damen und Herren, die Vorlage ist heute nur noch einmal auf der Tagesordnung, weil bei der Einreichung des Antrages in der Abheftung von Anlagen ein Reihenfolgefehler passiert ist. Es ist eine reine Formalie. Wir haben darüber schon inhaltlich debattiert. Wir haben dazu auch inhaltlich einen demokratischen Beschluss gefasst, der nur aufgrund dieses Abheftungsfehlers in der Beantragungsunterlage noch einmal formalrechtlich hier heute auf die Tagesordnung muss. Deswegen möchte ich dringend dafür plädieren, dass wir auch heute noch einmal diesen endgültigen formalen Rahmen bestätigen. Dankeschön. Gibt es noch weitere Anmerkungen zur Tagesordnung? Dann müssen wir es erstmal über einzelne Anträge abstimmen. Ich schlage vor, weil der quasi separat und noch frisch in Erinnerung ist, dass wir mit dem letzten anfangen. Damit stelle ich den Antrag der WIF auf Nichtbehandlung bzw. Zurückweisung in den Fachausschuss der RV 134 2020, da geht es um die förmliche Festlegung Sanierungsgebiet Hafen Ost, zur Abstimmung, und bitte bei Zustimmung um Ihr Handzeichen. Dankeschön. Gegenstimmen? Und Enthaltungen? 2, 3, 4, 5, 6, okay. Dann stelle ich fest, dass dieser Antrag bei 8 Ja-Stimmen, 20 Nein-Stimmen und 6 Enthaltungen abgelehnt ist. Und nun geht es um die anderen Punkte in der Tagesordnung. Es liegt vor ein Antrag der CDU, die Ratsvorlagen 132/2020 und 133/2020 sowie die FA 94/2020 und die FA 99/2020 zurückzuüberweisen oder zu überweisen in die Fachausschüsse und damit zu vertagen, und die Ratsvorlage 126/2020, das war in Klammern Thema Volkshochschule,
in die Ratsversammlung am 21.01.2021 zu verschieben. Bei Zustimmung bitte ich um Ihr Handzeichen. Dankeschön. Gegenstimmen? Enthaltungen? Zwei, passt. So viele sind wir nicht. Sind 35? Okay, drei Enthaltungen. Gut. Okay. Dann ist dieser Antrag bei 10 Ja-Stimmen und 22 Nein-Stimmen und drei Enthaltungen abgelehnt. Dann gab es noch eine Modifizierung dazu. Antrag des SSW. Die genannten Vorlagen plus der FA 101, 102 und 104 in einer zu verschieben auf den 10.12. Da möchte ich aber noch kundtun, dass es eigentlich Ziel ist, die Ratsversammlung heute mit all ihren Tagesordnungspunkten zu Ende zu bringen. Der 10.12. war ursprünglich, und so ist auch im Ältestenrat abgestimmt, schon eingeplant als ein möglicher Folgetermin, aber nur, wenn wir es aus zeitlichen Gründen heute nicht schaffen sollten. Das nur als Anmerkung, bevor wir zur Abstimmung streiten. Trotzdem gebe ich das hiermit zur Abstimmung und bitte bei Zustimmung um Ihr Handzeichen. Gegenstimmen? Enthaltungen? Acht. Okay. Gut, damit ist dieser Vorschlag mit 15 Ja-Stimmen bei 12 Gegenstimmen und 8 Enthaltungen angenommen. Das bedeutet, dass wir die genannten Vorlagen nächsten Donnerstag bei einer erneuten Ratsversammlung am 10.12. in diesem Hause bei der Fortsetzung der heutigen Ratsversammlung, so ist es richtig, ist keine neue Ratsversammlung, behandeln werden. Dann habe ich als letzten Antrag noch, das hat aber jetzt mit der Tagesordnung nur indirekt zu tun, aber ich möchte es auch gleich abhandeln. Der Antrag auf Redezeitbegrenzung auf 5 Minuten von Ratsherr Thomsen, Bündnis 90 Grüne, verknüpft mit der Bitte, dass nur eine Person pro Fraktion sich zu jedem Thema äußert. Bei Zustimmung bitte ich um Ihr Handzeichen. Dankeschön. Gegenstimmen? Sieben, ne? Enthaltungen? Zwei. Okay.
Dann ist auch dieser Vorschlag mit 26 Ja-Stimmen bei 7 Nein-Stimmen und 2 Enthaltungen mehrheitlich angenommen. Dankeschön, und ich komme damit zur Frage, ob es Einwände gegen die Tagesordnung in der vorgeschlagenen Fassung inklusive der bereits getroffenen Einzelabstimmungen gibt. Und bitte bei Zustimmung um Ihr Handzeichen. Also nicht Einwände, wenn Sie mit der Tagesordnung, mit all den abgeänderten Punkten und so weiter einverstanden sind, dann bitte ich um Ihr Handzeichen. So rum. Dankeschön. Gegenstimmen sehe ich nicht. Enthaltungen? 2. Gut. Du hast nicht abgestimmt. Okay. Dann haben wir 32 Ja-Stimmen, 2 Enthaltungen und eine Nichtabgabe. Gut, vielen Dank. Und damit kommen wir auch schon zur Tagesordnungspunkt 2, Einwohnerfragestunde. Es liegen 2 Anträge zur Einwohnerfragestunde vor. Sofern die Antragsteller anwesend sind, werden die Fragen mündlich beantwortet. Im Nachgang zur Sitzung folgt zudem eine schriftliche Beantwortung. Interessierte können die Fragen und Antworten im Nachgang zur Sitzung über die Homepage der Stadt Flensburg unter dem Reiter Kommunalpolitik und dann Ratsversammlung einsehen. Ich möchte darauf hinweisen, dass die Redezeit für die Einbringung 2 Minuten je Frage nicht überschreiten soll. Die Fragen können persönlich vorgetragen oder vom Schriftführer verlesen werden. Die erste Fragestellerin, Frau Zeitler-Lorenzen, hat sich damit einverstanden erklärt, dass wir ihr aufgrund der umfangreichen Tagesordnung nur eine schriftliche Antwort zukommen lassen. Wir danken insofern für das Verständnis. Es liegen uns weiterhin dann noch 4 Fragen von Herrn Axel Dobrik vor. Meine Frage, ist Herr Dobrik anwesend? Ich habe noch nicht rumgeschaut. Da, okay. Dann kommen Sie bitte gerne nach vorne und tragen Sie Ihre Fragen vor, Herr Dobrik. Dankeschön. Die Beantwortung wird dann Herr Brüggemann vornehmen. Ja, sehr geehrter Herr Stadtpräsident, ich weiß nicht, ob man mich hören kann. Verehrte Ratsmitglieder, ich möchte mich zunächst für die Möglichkeit bedanken, trotz der angespannten Corona-Situation und der umfangreichen Tagesordnung heute die ein oder andere Frage nochmal an Sie zu richten. Mein Name ist Axel Dobrik und ich engagiere mich seit 5 Jahren in jeder freien Minute für die Radverkehrsförderung hier in der Stadt, weil ich der festen Überzeugung bin, dass es eine Riesenchance ist für unsere Stadt. Und meine Fragen, die ich an Sie richten möchte, betreffen die Emissionsvermeidung und den Klimaschutz im Verkehr. Die Flensburger Ratsversammlung hat sich ja dazu verpflichtet, bis spätestens 2050 eine 100%ige Treibhausgasreduktion in der Vördestadt zu erreichen. Unter anderem sollen jetzt schon 2020 überwiegend Elektroautos mit Strom aus erneuerbaren Energien durch die Stadt fahren, und es sollte ein stadtweites alltagstaugliches Radroutennetz gebaut sein. Der Sachverständigenrat für Umweltfragen kommt zu dem Ergebnis, dass Deutschland nicht erst 2050, sondern bereits 2035 klimaneutral sein muss. Das betrifft also auch die Dekarbonisierung des Verkehrs, um die völkerrechtlich verbindlichen Klimaziele noch halbwegs verlässlich einhalten zu können. Laut Klimaschutzbericht 2019 der Stadt Flensburg konnte bisher jedoch nicht nur keine Reduktion der Verkehrsemissionen verzeichnet werden. Die Zahl der Kraftfahrzeuge, fast ausnahmslos Verbrennungsfahrzeuge, ist in den letzten 10 Jahren sogar um weitere 14% auf zuletzt 50.856 Fahrzeuge gestiegen. Das sind Zahlen vom KBA. Das bedeutet, jeder Flensburger, jede Flensburgerin könnte theoretisch in ein Fahrzeug einsteigen und niemand müsste hinten sitzen. Gleichzeitig kommt der Fachbereich Stadtentwicklung und Klimaschutz in seiner Betrachtung des Klimaschutzberichts 2019 zu dem Ergebnis, dass Handlungsspielräume bestehen. Daran knüpft sich meine Frage: Durch welche konkreten verkehrs- und ordnungspolitischen Maßnahmen, sowohl die Push- als auch die Pull-Maßnahmen, wird die Stadt Flensburg sicherstellen, dass die Zahl der Verbrennungsfahrzeuge künftig wirksam, dauerhaft und planmäßig reduziert
und der skizzierte Emissionswert im Verkehr damit nachvollziehbar eingehalten wird. Grundsätzlich ist es das Ziel der Stadt Flensburg, nach dem Masterplan Mobilität im Model Split zugunsten des Umweltverbundes Fuß-, Rad-, ÖPNV zu erhöhen. Dies bezieht sich auf den gesamten motorisierten Individualverkehr. Folgende Maßnahmen werden unter anderem dazu ergriffen: Ausbau Radwegenetz, Vermeidung von Durchgangsverkehr durch Quartiere, Ausbau und Weiterentwicklung des ÖPNV, zum Beispiel die Buslinie 8, kostenloses Parken für E-Fahrzeuge, Ausbau der E-Ladeinfrastruktur, Erhöhung Parkgebühren, Parkraumbewirtschaftungs- und Managementkonzept. Ja, vielen Dank. Die zweite Frage, die ich habe, betrifft die Radstrategie 2030 und hier die Inanspruchnahme von Fördermitteln des Landes. Das Land Schleswig-Holstein hat jüngst ja ihre Radstrategie Schleswig-Holstein 2030 veröffentlicht. Das nördlichste Bundesland will einen Radverkehrsanteil von landesweit mindestens oder will den Radverkehrsanteil landesweit auf mindestens 30% erhöhen. Die Radstrategie geht damit deutlich über die aktuellen Zielsetzungen des Masterplans Mobilität hinaus. Erfahrungen aus anderen Ländern, beispielsweise den Niederlanden und Dänemark, belegen, dass mithilfe konsequenter verkehrspolitischer Maßnahmen und der Bereitschaft zur Änderung des eigenen Verkehrsverhaltens Radverkehrsanteile von bis zu 44% durchaus machbar sind. Allein in dieser Legislaturperiode will die Landesregierung 25 Millionen Euro zur Umsetzung ihrer Radstrategie investieren. Im Rahmen eines Infrastrukturprogramms sollen in den kommenden 2 Jahren unter anderem 10.000 Fahrradbügel an öffentlichen Einrichtungen und Bushaltestellen errichtet werden. Frage 2 richtet sich darauf, wie wird die Stadt Flensburg die Millionenhilfen des Landes im Zuge der geplanten Steigerung des Radverkehrsanteils konkret für sich nutzbar machen? Wir haben bereits Ende Oktober unsere 4 Prioritätenstrecken beim Förderprogramm gemeldet, Volumen gesamt rund 10 Millionen Euro. Hierbei handelt es sich um die Routen Radwegeausbau zur Exe zwischen Marienallee und Schützenkuhle, Radweg Schiffbrücke Toastbühlstraße bis Werftstraße, radverkehrsfreundlicher Ausbau der Möwecker Straße zwischen Osterallee und am Laudrupsbach, Radweg zwischen Eckernförder Landstraße und Schleswiger Straße entlang der Bahngleise. Wir gehen davon aus, dass ein Projekt davon gefördert wird. Sobald die Förderrichtlinie für Schleswig-Holstein veröffentlicht ist, werden wir Anträge stellen. Vielen Dank. Und die letzten beiden Fragen betreffen das Thema Radschnellwege, also die Radpendelverkehre mit den Nachbargemeinden. Bereits seit 2017 stellt der Bund jährlich 25 Millionen Euro für Radschnellwege in der Baulast der Länder und Kommunen bereit. Diese Schnellstraßen für den Radverkehr sind insbesondere für urbane städtische Räume und Metropolregionen interessant, um Radpendelverkehre zu ermöglichen, Staus zu vermeiden und den Verkehr zu verflüssigen. Im Zuge des beschlossenen Klimapakts sollen bis 2023 Finanzhilfen des Bundes in Höhe von 170 Millionen Euro fließen. Eine entsprechende Verwaltungsvereinbarung liegt bereits vor. Dazu habe ich 2 Fragen. Welche Radschnellwegeverbindungen zwischen der Stadt Flensburg und ihren Nachbarkreisen werden Sie in den kommenden 10 Jahren realisieren? Und als Viertes, wie wird die Stadt Flensburg die verfügbaren Bundesmittel aus dem genannten Klimaschutzprogramm des BMVI in entsprechende Radwegeprojekte einfließen lassen? Zur dritten Frage. Hierzu gibt es erste Gesprächsansätze mit einzelnen Gemeinden, ob die zukünftigen Standards für Radschnellwege insbesondere im beengten Stadtraum, aber auch im Umland erfüllbar sind, wird im weiteren Verfahren geprüft. Die regionale Anbindung von Handewitt wird mit dem Bau des Radweges am Flugplatzweg als Veloroute begonnen und in den kommenden Jahren mit dem Ausbau zwischen Marienallee und Schützenkuhle und der Sanierung entlang der Leckerchaussee vervollständigt. Allerdings wird diese Anbindung nicht den Standard eines Radschnellweges, zum Beispiel Bevorrechtigung des Radverkehrs, weitestgehend kreuzungsfrei, mindestens 4 Meter breit, getrennte Führung des Fußverkehrs erfüllen. Zu Frage 4. Wir planen bedarfsorientiert und prüfen nach Abschluss der Vorplanung die Fördermöglichkeiten. Diese Verpflichtung ergibt sich schon aus dem Haushaltsrecht. Sobald es jedoch eine konkrete Trasse gibt und die Vorplanung sowohl auf städtischem als auch auf dem Kreisgebiet abgeschlossen ist, werden wir gemeinsam mit den entsprechenden Gebietskörperschaften Fördermittelanträge stellen. Leider decken die zahlreichen
veröffentlichten Förderprogramme beispielsweise im Bereich der Radverkehrsinfrastruktur in der Regel nicht die erforderlichen Planungsmittel ab. Die aufwendigen Planungsprozesse mit zahlreichen Abstimmungsnotwendigkeiten, gerade im innerstädtischen Bauen, aber auch interkommunal, sind von der Kommune zu tragen. Ja, ich danke Ihnen herzlich für die Beantwortung der Fragen und wünsche Ihnen noch frohe Feiertage. Ja, vielen Dank. Ja. Ihnen, Herr Dobrik, recht herzlichen Dank für Ihre Fragestellung und ebenfalls frohe Weihnachtszeit und Adventszeit. Tagesordnungspunkt 3, Aktuelle Stunde. Hier ist kein Wortbeitrag angemeldet. Somit kommen wir zu Tagesordnungspunkt 4, Einwendungen gegen die Niederschrift über den öffentlichen Teil der 22. Sitzung vom 1.10.2020. Hierzu liegt vor die RV 156/2020 als Antrag der Ratsfraktion Flensburg-Wählen. Ich verweise auf die Vorlage. Ist dort so Wortbeiträge erwünscht? Das ist nicht der Fall. Dann gebe ich hiermit den Antrag der Ratsfraktion Flensburg-Wählen, RV 156/2020, zur Abstimmung und bitte bei Zustimmung um Ihr Handzeichen. Dankeschön. Gegenstimmen? Okay, Dankeschön. Enthaltungen? Dann ist dieser Antrag bei 28 Nein-Stimmen und jeweils 3 Ja- und Stimmen und 3 Enthaltungen abgelehnt. Wir fahren fort mit Tagesordnungspunkt 5. Einspruch gegen den Ordnungsruf in der Sitzung der Ratsversammlung am 1.10.2020. In der vergangenen Sitzung der Ratsversammlung am 1.10.2020 habe ich einen Ordnungsruf gegen Herrn Peisen erteilt. Herr Peisen hat entsprechend des § 20 Absatz 3 unserer Geschäftsordnung Einspruch hiergegen erhoben. Für das weitere Verfahren sieht die Geschäftsordnung vor, dass die Ratsversammlung nach Anhörung des Ältestenrates ohne Beratung beschließt, ob der Ordnungsruf gerechtfertigt war. Der Einspruch wurde in der Sitzung des Ältestenrates am 2.11.2020 thematisiert und es wurde sich mehrheitlich auf die folgende Stellungnahme geeinigt. Ich zitiere, der Ältestenrat unterstützt den Stadtpräsidenten bei seinen Bemühungen zur pandemiegerechten und korrekten Durchführung der Ratsversammlung und dankt ihm dafür. Der Einspruch wird zurückgewiesen, die Ausführungen von Herrn Peisen werden zur Kenntnis genommen. Entsprechend der Geschäftsordnung folgt nun eine Abstimmung ohne vorher bzw. weitergehende Diskussion darüber, ob der Ordnungsruf als gerechtfertigt angesehen wird. Bei Zustimmung zu dem erteilten Ordnungsruf bitte ich um Ihr Handzeichen. Dankeschön. Gegenstimmen? Enthaltungen? 3. Dankeschön. Damit ist der erteilte Ordnungsruf mit 29 Ja-Stimmen bei 2 Gegenstimmen und 3 Enthaltungen bestätigt. Dankeschön. Tagesordnungspunkt 6, Resolution zur Rettung der Flensburger Innenstadt durch einfache Gesetzesanwendung. Es liegt vor ein Antrag der Ratsfraktion Flensburg-Wählen unter der Ratsvorlage 149/2020. Ich verweise auf die Vorlage. Ist dort ein Wortbeitrag erwünscht? Ja, Ratsherr Peisen, bitte.
Sehr geehrter Herr Stadtpräsident, verehrtes Publikum, verehrte Ratsmitglieder. Ich werde mit diesem Beitrag etwas durch die Vorlage führen, weil ich natürlich das weiß, wie viele Unterlagen Sie in Sitzungsunterlagen beiliegen haben. Das PDF, was wir bekommen haben, ist ja 1000 Seiten lang. Unsere Resolution zur Rettung der Flensburger Innenstadt durch einfache Gesetzesanwendung. Womit haben wir es hier zu tun? Unsere Vorlage möchte, dass wir als Ratsversammlung den Landtag auffordern, die Tatbestände gemäß Infektionsschutzgesetz formell festzustellen, die für die Infektion gemäß Paragraph 2 Nummer 2 Infektionsschutzgesetz erst erfüllt sind, wenn die durchgeführten PCR-Testungen die Aufnahme eines Krankheitserregers und seine nachfolgende Entwicklung oder Vermehrung im menschlichen Organismus auch nachweisen können. Warum ist es wichtig, dass wir das feststellen? Das geht auch aus unserer Vorlage hervor. Wir haben hier in der Flensburger Innenstadt eine dramatische Situation und nicht nur hier. Die Flensburger Innenstadt ist beispielhaft angeführt, weil da ja Institutionen wie die IHK Einschätzungen zu abgeben und die Einschätzungen sind bereits jetzt verheerend. Wir haben einen Frequenzverlust in den Innenstädten. Es ist landesweit um ein Drittel eingebrochen, in Flensburg um 26,6%. Und in der Vorlage ist das zitiert, das ist ja auch nicht jedem zugänglich in den Zeitungsartikeln. Aber die Bilanz, die zieht dann die Flensburger Gilde, Zitat, Unwägbarkeiten aber treiben selbst die Treuesten, die letzten Käufer aus der Stadt. Zitat Ende. Und es bleibt der IHK nicht verborgen, die sagt dann, es ist ein Problem, aber nicht zu ändern. Und das ist uns zu fatalistisch. Das kann man ändern. Das wird jetzt von Ihnen etwas verlangen, was Sie gewöhnlicherweise nicht tun und nicht gewohnt sind. Ich beginne mal mit zwei guten Nachrichten. Wir halten definitiv diese fatalistische Haltung nicht für alternativlos, denn die Maßnahmen, die derzeit stattfinden, sind kein Gesetz der Natur, keine Schwerkraft, die man nicht ändern könnte, sondern es sind Maßnahmen, die politische Entscheidungen sind und die kann man politisch und juristisch verändern. Und die zwei guten Nachrichten, die stelle ich gleich mal voran. Die Pandemie ist ohne eine erhöhte Sterblichkeit, also eine beherrschbare Gefährdung. So viel ist ganz klar nach 275 Tagen, März bis November. Und die positiven PCR-Testungen, die erfüllen den Tatbestand der Infektion gemäß § 2 Infektionsschutzgesetz nicht. Ich erkläre im Folgenden, warum nicht. Sehr verehrtes Publikum, ich danke für Ihr Interesse, weise aber darauf hin, dass Beifallskundgebungen und Ähnliches nicht gestattet sind. Dankeschön. Ich rede jetzt, Herr Rüstemeier, also Sie können jetzt nicht durch irgendwelches Handzeichen meine Rede unterbrechen. Ich werde Ihre Fragen gerne später berichten. Ich kann Sie nicht verstehen, Herr Rüstemeier, bitte unterbrechen Sie mich nicht. Sie verstoßen hier gegen die Ordnung. Merken Sie sich das bitte. So, bitte einen Ordnungsruf für Herrn Rüstemeier, der meinen Vortrag unterbricht, bitte. Der neue Paragraph 28. Bitte? Der neue Paragraph 28a Infektionsschutzgesetz, der von dem Bundestag beschlossen wurde am 18.11., der legt jetzt, das ist ein geordnetes Gesetzgebungsverfahren, was nachgeholt wurde, das hat jetzt nichts mit unserem Antrag, den wir am 1.10. hatten, zu den Gesetzgebungsverfahren zu tun, denn auch wir wollten ja ordentliche Gesetzgebungsverfahren. Aber der Bundestag hat auf jeden Fall beschlossen, dass es jetzt in die Hand der Kommunen gelegt werden soll, was zu tun ist. Und damit ist auch die Verantwortung in die Kommunen verlegt worden. Und trotzdem geht das mit den Verordnungen so weiter. Diese Verordnungen haben ja das Problem, dass die Kaufleute auch überhaupt nicht mehr planen können. Soll man seinen Laden weiter betreiben? Soll man ihn stilllegen? Soll man neu investieren? Das ist für jeden, der kein geregeltes Einkommen hat, das ist zum Beispiel aus Sicht der Verwaltung ja schwer nachzuvollziehen, dass man nicht monatlich sein Einkommen fest verbuchen kann, sondern dass man sich das durch Kundenwerbung erwerben muss. Diese Leute sind tatsächlich am Rand der Existenz. Und was können wir in Flensburg machen? Wir können eben feststellen, was es mit dem Infektionsschutzgesetz auf sich hat. Sie können weiterhin der Vorlage entnehmen, ob das, was wir machen, hier angemessen ist der Lage. Und da haben wir drei Punkte. Was liegt eigentlich vor? Die Art der Erkrankung, die wir in Flensburg haben. Allein der Inzidenzwert ist schon nach Maß des Bundesgesundheitsministeriums bei 5 auf
10.000 eine seltene Erkrankung. Und bei 50 auf 100.000 ist das auch eine seltene Erkrankung. Das heißt, der Inzidenzwert von 50, wegen dem hier in der Stadt einige Sachen lahmgelegt zu werden drohen, der greift bei einer seltenen Erkrankung. Und wir sind noch nicht mal bei 50, wir waren jetzt, glaube ich, bei unter 20. Also hier wird etwas gemacht, was vollkommen unverhältnismäßig ist. Dann haben wir auch die Bettenbelegung. Das können Sie auch der Vorlage entnehmen und nicht nur auf Flensburg bezogen. Aber hier gab es doch... die Redezeit von 5 Minuten ist abgelaufen. Das ist so wichtig, dass ich das jetzt vollenden muss. Denn es geht ja um den Sachverhalt des Infektionsschutzgesetzes. Paragraph 2 Nummer 2 sagt, die Aufnahme eines Krankheitserregers und seine nachfolgende Entwicklung oder Vermehrung im menschlichen Organismus. Dieser Tatbestand ist nicht erfüllt. Und der Paragraph 2 baut konsekutiv auf, erst Krankheitserreger müssen festgestellt sein, da hat der PCR-Test schon ein Problem. Und als Infektion kann nur gelten, wenn ein Erreger auch vermehrungsfähig ist. Und das kann der PCR-Test nicht feststellen. Und deshalb ist die Allgemeinverfügung, das ist jetzt von Gesetzes wegen wichtig, Herr Fuhrig, das betrifft ja auch Ihre Fraktion. Sie hatten Ihre 5 Minuten, um das darzustellen. 30 Sekunden noch und dann entziehe ich Ihnen das Wort. Deshalb ist das, was die Stadt in ihrer Verkündung, in der Allgemeinverfügung von der Oberbürgermeisterin sagt, Zitat, es bestehen keine Zweifel daran, dass es sich bei der Infektion mit dem SARS-CoV-2 um eine übertragbare Krankheit im Sinne des § 2 Nummer 3 Infektionsschutzgesetz handelt. Dieser Satz verknüpft die Infektion, für die keine Vermehrung nachgewiesen werden konnte, mit der übertragbaren Krankheit. Und das ist gegen das Gesetz. Und damit handelt die Stadt mit der Allgemeinverfügung gegen das Infektionsschutzgesetz. Und das muss nach oben an den Landtag gemeldet werden, weil damit ist alles, was hier in der Stadt stattfindet, per Allgemeinverfügung nichtig. Und das muss hier mal klar deutlich gemacht werden. Und dafür sollten wir uns eigentlich mehr Zeit nehmen, als eine Stunde lang über die Tagesordnung zu reden und abzuwägen, wer hier wie viele Minuten zur Verfügung hat. Das ist deutlich wichtiger. Schluss der Rede. Dankeschön. Ich hätte mir jetzt gewünscht, dass Sie im Interesse der Kaufleute der Stadt Flensburg etwas mehr Zeit sich dafür nehmen würden. Wir haben mehrheitlich beschlossen, Redebeiträge auf 5 Minuten zu begrenzen und wir stoppen das hier mit und da sind Sie schon 1,5 Minuten drüber und ich denke, damit ist jetzt gut. Dann hoffe ich, Dankeschön. Dass in der Resolution der ultimative Test gelingt, wer hier den Titel Flensburg-Partei sich verdient hat. Das wird sich dann zeigen. Ja, wunderbar. Gibt es weitere Wortbeiträge zu diesem Thema? So. Ich bitte die Zuschauer nochmal meinen Anordnungen und Bitten folgen und Beifallsbekundungen jeder Art zu unterlassen. Andererseits bin ich leider genötigt, Sie aus der Sitzung auszuschließen. Dankeschön. Damit gebe ich die Ratsvorlage 149 2020 zur Abstimmung und bitte bei Zustimmung um Ihr Handzeichen. Dankeschön. Gegenstimmen? Gut, okay. Enthaltungen haben wir nicht. Haben ein bisschen Schwund gehabt jetzt hier. Dann ist bei nur 2 Ja-Stimmen und 29 Nein-Stimmen die Vorlage mit deutlicher Mehrheit abgelehnt. Dankeschön. So, besteht noch der Antrag zur Geschäftsordnung, Herr Rüstemeier? Okay. Danke. Tagesordnungspunkt 7, Mitteilung des Stadtpräsidenten. Ich habe heute keinen Wortbeitrag vorgesehen. Unter Top 8, Mitteilung der Oberbürgermeisterin, waren Informationen über das Impfzentrum vorgesehen und eine Präsentation durch Herrn Herzog. Aus Zeitgründen verzichten wir darauf. Die Präsentation ist aber bereits per Mail an alle verteilt und wird im SUG am 7.12.2020 nochmal präsentiert werden und auch behandelt werden.
weitere Punkte der Oberbürgermeisterin bzw. des Bürgermeisters liegen mir nicht vor. Henning, ist das richtig? Okay. Dann kommen wir zum Tagesordnungspunkt 9. Eine Mitteilungsvorlage, Sachstand der Anfragen zu Schutzmaßnahmen zur Pandemie. Eine Anfrage der Ratsfraktion Flensburg-Wählen unter der Ratsvorlage 150/2020. Gibt es dazu Redebedarf? Ratsherr Peisen, bitte. So, jetzt hat er noch nicht geredet, jetzt habe ich einen Antrag zur Geschäftsordnung. Herr Schmitz-Gipkiel. Wobei es transparent, glaube ich, nur ein vergrößertes Namensschild ist, wenn ich es richtig sehe. Bestandteil meiner persönlichen Schutzausrüstung. Nehmen Sie das bitte zur Kenntnis. Ich denke auch. Ich glaube, wollte ich auch gerade sagen, da kann sich, glaube ich, jeder selber sein Urteil bilden. Sie wissen jetzt, wer vor Ihnen steht. Das ist auch immer gut. Und Herr Peisen, Sie haben das Wort für 5 Minuten. Sehr geehrter Stadtpräsident, sehr geehrter Ratsmitglieder. Entschuldigung nochmal. Da liegt noch ein Antrag zur Geschäftsordnung vor, Herr Bog. Wie bitte? Ist nicht möglich, weil noch nicht alle Fraktionen die Möglichkeit gehabt haben, zu dem Tagesordnungspunkt zu sprechen. Gut, guter Versuch, aber Herr Peisen hat das Wort. Ich möchte darauf hinweisen, dass es um eine Mitteilungsvorlage geht. Genau. Ja. Ja. Also, wir wollen es auch zur Sache knapp halten. Der Sachverhalt der Mitteilung ist eigentlich darauf ausgerichtet, dass wir anzeigen, wie sehr in der Stadt die Selbstverwaltung bemüht ist, die verschiedenen Ereignisse, die sich hier durch die Landesverordnung ergeben, wie man mit denen umgeht. Und es ist auch zwingend erforderlich. Es gibt tatsächlich Vorgänge, die nur einige wissen. Ich könnte Ihnen jetzt ein Beispiel nennen aus Kiel. Deshalb sind wir Flensburger davon nicht betroffen. Aber in Kiel ist zum Beispiel berichtet worden, dass an einem Bildungsgymnasium die Schüler 6 Stunden lang bei 4 Grad in Unterricht machen müssen, um dann nach 6 Stunden durchgefroren dann in die Badewanne springen zu müssen. Also hier passieren Dinge, die die Gesundheit der Menschen massiv gefährden. Und deshalb wäre es wichtig gewesen, diese Resolution ans Land zu schicken. Gleichwohl, die Stadtverwaltung ist sehr bemüht, wir können das natürlich jetzt nicht für alle Einrichtungen der Stadt sagen, aber die Stadtverwaltung ist sehr bemüht, auf unsere Anfragen einzugehen, das möchten wir würdigen. Wir haben das deshalb einmal zusammengetragen, das Ganze auf den ersten beiden Seiten der Mitteilungsvorlage. Wir möchten aber dennoch nur halt zu den Seiten 3 bis 6 kommen, die uns ganz wichtig erscheinen. Nämlich einerseits die gute Botschaft, dass die Pandemie ja in Flensburg beherrschbar ist. Wir haben hier nur 0,25% der Leute, die an oder im Zusammenhang mit Covid gestorben sind, also 99,75% sind ganz normal in der Sterblichkeit drin gewesen. Und das ist wirklich keine Pandemie in Flensburg, sondern was wir haben, ist tatsächlich die Fiktion einer Pandemie, die durch die täglichen Infektionszahlen eines PCR-Tests gemeldet werden. Und dieser PCR-Test ist eben untauglich, die Infektionen überhaupt festzustellen, weil er kann die Vermehrung von Krankheitserregern im Organismus nicht feststellen. Damit können keine Infektionen hier festgestellt werden mit dem Test und infolgedessen sind alle Maßnahmen des Infektionsschutzgesetzes nichtig. Aber wir kommen noch mal zu dem, was hier in Flensburg geplant ist. Und da möchte ich mal an Ihr Erfahrungswissen appellieren. Denn der CEO der Firma Merck & Co. hat Folgendes berichtet. Man hat gebraucht 4 Jahre, um einen Impfstoff gegen Mumps zu finden, 5,5 Jahre, um einen gegen Ebola zu finden, 13 Jahre hat die Forschung gebraucht, gegen Tuberkulose etwas zu finden, 15 Jahre gegen das Rotavirus, 28 Jahre gegen Windpocken. Und einen Impfstoff gegen HIV haben wir anscheinend auch noch nicht. So, und jetzt kommt einmal ein politischer Berater, der kündigt im Wall Street Journal am 3. April an, dass man einen Impfstoff gegen dieses Coronavirus in 12 bis 18 Monaten erforschen und an die Menschen bringen kann. Und da haben wir erhebliche Zweifel. Das können Sie in der Vorlage sehen, in der Mitteilungsvorlage. Da sind einfach Zitate hervorgehoben.
Da wird erstmals laut einem Mitglied der Impfkommission, erstmals soll Boten-RMA, das heißt Erbinformationen, in einem Impfstoff verwendet werden. Und der Impfstoff, da ist einfach überhaupt noch gar nicht genügend Forschungszeit für gewesen, innerhalb so kurzer Zeit auch die Wirksamkeit in einer Bevölkerung weltweit zu testen. Und das kann ja wohl nur bedeuten, das können Sie der Vorlage, Mitteilungsvorlage Seite 5 entnehmen, das kann doch wohl nur bedeuten, dass die Langzeitfolgen noch gar nicht hinreichend erforscht werden konnten. Das heißt, wer sich impfen lassen wird, der macht das auf eigene Gefahr, weil die Herstellerhaftung ist in diesem Fall nach unserem Wissen nicht existent. Und sofern sie denn tatsächlich bestünde, die Haftung mit gerichtlichem Nachweis später zu bekommen, das sei mal dahingestellt, ob das jemandem gelingt. Und wir warnen ausdrücklich davor, sich Impfstoffen auszusetzen, die nicht ausreichend erforscht sind. Wenn sogar der RKI-Präsident sagt, Zitat, wir wissen nicht genau, wie die wirken, wie gut die wirken, was die bewirken, und er sagt, er sei sehr optimistisch, dann weiß ich nicht, ob das den Bürgern reichen wird. Ich hoffe mal, dass die Leute die Eigenverantwortung wirklich ernst nehmen werden und wirklich auf sich selbst hören werden, ob sie einen Stoff, der nicht ausreichend erforscht ist, wo selbst der CEO einer großen Firma, Merck & Co., sagt, dass Mumps ist der schnellste Forschungszeitraum von 4 Jahren gewesen. Also wenn man sich da etwas zuführen lässt, dann kann man mit allem rechnen und muss dann darauf hoffen, dass es einem danach besser geht. Und das halten wir für schwer verträglich. An einer Stelle, glaube ich, ist das Wort auch Menschenversuch gefallen. Und davor haben wir wirklich Bedenken, dass das passieren könnte. Und wir raten dringend, sich mit dem Inhalt dieser Mitteilungsvorlage zu befassen und nicht gutgläubig dem Körper etwas zuzuführen, was nicht ausreichend erforscht ist in seinen Langzeitfolgen. Dafür warnen wir, auch wenn wir jetzt natürlich enttäuscht sind, dass Sie die Ratsversammlung nicht mutig nach, dass Sie die Resolution nicht mutig nach Kiel zu senden bereit waren. Wir ermuntern Sie ausdrücklich, dass Sie mit uns da zusammen weiter nach Antworten suchen, ob das der Bevölkerung zugemutet werden kann, etwas als Impfstoff zu verabreichen. In Flensburg-Mürwig wohlgemerkt, ein historisch bekannter Stadtteil, dass da entsprechend so etwas. Herr Peisen, Ihre Redezeit ist abgelaufen. Es wurde alles gesagt, ich hoffe, zum Nachdenken angeregt zu haben. Dankeschön. Gibt es dazu Wortbeiträge? Gut. Bevor wir zur Abstimmung kommen, tut es mir leid, liebes Publikum, sehr geehrte Dame, ich weiß nicht genau. Ich darf Sie noch mal ausdrücklich darauf hinweisen, dass auch Bild- oder Tonaufzeichnungen in den öffentlichen Sitzungen der Ratsversammlung und ihren Ausschüssen nur durch öffentliche TV- und Radiosender mit dem Ziel der Veröffentlichung Kabelnetz und Internet zulässig sind. Und ich muss Sie leider bitten, die Aufnahmen einzustellen. Dankeschön. Das ist nicht diskussionsfähig. So. Jetzt kommen wir zur Abstimmung. Ach, es war eine Mitteilungsfrage. Ja, danke schön. Ja, so langsam verliert man hier auch den Faden.